Hi, hallo, ich bin's Alina. Heute möchte ich mit dir gleich in meinem Business Planner für 2023 ein ganz klein wenig planen. Ich brauche natürlich erstmal die Feiertage. Diesen Kalender haben wir im letzten Video zusammen aufgesetzt und zusammenklamüsert. Und ich würde sagen, falls du das Video verpasst hast, verlinke ich es dir oben rechts im i. Ich habe mir jetzt hier ein paar Sticker auf transparentem Stickerpapier ausgedruckt, die ich in meiner Jahresübersicht verwenden möchte, um mir Daten einzutragen. Und ich würde sagen, wir starten einfach los. Bevor ich jetzt hier erzähle, was ich eigentlich machen will, machen wir es doch einfach zusammen. Ich hole mir erstmal meine Jahresübersicht für das neue Jahr raus. Und ich weiß, am 2.11. jetzt schon für Januar zu planen, ist ganz großes Kino. Aber ich dachte mir, bevor ich die Idee vergesse, was ich eigentlich da machen möchte, machen wir es nämlich jetzt gleich zusammen. Ich kann es ja immer noch beliebig erweitern oder zur Not eben dann erneuern. Ich markiere mir jetzt mit diesen transparenten Mini-Dots. Diese Mini-Dots gibt es auch in meinem Sticker-Shop. Alles ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Sei es im Alenas Mom-Life-Shop, sei es im Alena Plans-Shop oder auch bei dem schnöden Amazon-Shop. Ich habe mich entschieden, dass ich für die Feiertage oder für die besonderen Events, die ich gerade so bei meinen Shops oder auch bei YouTube oder generell einfach im Blick haben möchte, also alles, was eher mit meinem Business zu tun hat, YouTube, Instagram und Shops, dass ich mir die gesondert markieren möchte, und zwar mit diesen transparenten Mini-Dots. Diese Mini-Dots gibt es auch im Shop, allerdings nicht in transparent, denn transparent ist immer so schweineteuer, wenn ich das mal so ganz deutlich sagen darf. Ich markiere mir also jetzt die Feiertage wie Neujahr, Ostern, Weihnachten. Ich musste dann noch googeln, unbedingt, wann denn der Black Friday 2023 ist und Muttertag, denn ja, ich gestehe, diese Daten sind nicht auf diesem schicken Internetausdruck der Feiertage für Sachsen-Anhalt verzeichnet. Und wie du sehen kannst, ja, genau, Alina tippt langsam, du kennst jetzt auch schon meinen Entsperrcode und ach, schön, einfach klasse. Ja, und du siehst, was auf meinem Handy alles auf der Benutzeroberfläche ist. Oh Mann, bessere Einblicke wie in diesem Video, glaube ich, kann es gar nicht geben. Und ich habe mir dann auch noch den Muttertag googeln müssen. Ich trage mir jetzt aber erstmal die markierten Daten ein. Und wie ich es im letzten Video auch schon gesagt habe, ich habe mit diesem 0,3 Minenstift Gelschreiber geschrieben. Und es ist so gar nicht meins. Oh nein, die Matte da drunter, also unser Tischdeckchen, ist natürlich noch suboptimaler, das Ganze. Genau, weswegen die Schrift jetzt, ne, mit 0,3 schreibe ich irgendwie nicht so gut wie mit 0,5 oder 0,7. Und dann mit diesem Platzdeckchen da drunter, also eine wahre Freude. Also ich weiß auch noch nicht mal, ob ich Silvester richtig geschrieben habe, denn das, gebe ich ganz offen zu, ist bei mir immer so ein Wort, wo ich immer nachgucken muss. Normalerweise google ich das Wort Silvester. Ich wollte mir aber die Blöße jetzt nicht geben. Ich erzähle es dir jetzt aber trotzdem. Und jetzt google ich mir noch fix meinen Muttertag. Und dann, glaube ich, habe ich da soweit erstmal alle Daten drin, die ich wissen muss. Also ich habe mir jetzt eben für so, ne, bestimmte Feiertage, Ostern, Neujahr, Weihnachten, Silvester, Black Friday, Muttertag, da möchte ich nämlich besondere Sale-Aktionen in meinem Shop starten oder in meinen Shops starten, und die bedürfen natürlich auch so einer gewissen Vorbereitung. Ich hätte mir jetzt auch noch Halloween markieren können. Ich gebe es ganz offen zu, ich bin kein Halloween-Fan. Genau. Weswegen wir dann eben heute das nicht weiter verfolgen werden, dieses Thema mit Halloween, und ich nehme mal einfach schnell einen Schluck Kaffee und kontrolliere, ob ich noch irgendwas an Daten übersehen habe, und kann dann das Ganze bestimmt auch wieder gleich in meinen Kalender zurückpacken. Thank you.
So, nachdem ich nun meine Jahresübersicht für 2023 wieder zurückgepackt habe, gehe ich auch gleich mal in den Monat, weil ich habe mir gedacht, das Video wäre sonst echt einfach zu kurz und ich schnappe mir mal die Monatsübersicht für den Januar, wollte erst nachgucken, an welchem Tag denn der Januar beginnt, ja, bis ich helle Kerze gemerkt habe, ich habe da einen Kalender vor mir liegen, der mir ganz genau sagt, wann der Monat anfängt. Jetzt klebe ich mir erstmal meine ganzen Datumsticker auf die betreffenden Tage und dann können wir zusammen noch ein ganz klein wenig planen und ich würde sagen, ich schnibbel hier mal eine ganz großzügige Menge weg, weil das ansonsten ewig dauert, wenn ich das Ganze jetzt hier in Echtzeit laufen lasse. Und ja, frickel mir nebenher meine Datumsticker einfach runter und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich den Monat durchdatiert habe. So, jetzt brauchen wir nur noch den 30. und den 31. aufkleben und dann haben wir das Ganze auch schon geschafft. Wie gesagt, wenn ich da meine Date Dots klebe, das ist ewig. Knapp 3 Minuten Videomaterial habe ich gerade weggeschnitten, ist aber auch nicht so schlimm. Ich trage mir jetzt auch hier wieder so Sachen rein, wie zum Beispiel am 1.1. Neujahr, am 17.1. habe ich Geburtstag, da möchte ich ein Special Geburtstagssale machen. Und dann muss ich mir doch tatsächlich mal echt meinen Kalender holen. Ach, denn den habe ich jetzt natürlich gerade nicht vor mir liegen, was richtig klasse ist, wenn man dann eben ein Voice-Over für ein Video macht. Also, was habe ich mir noch alles eingetragen? Ich habe mir noch eingetragen den Neujahrs-Sale, am 17. meinen Geburtstags-Sale, den ich dann da machen möchte. Bedeutet, das sind dann solche Flash-Sales, die nur 24 Stunden gehen, also exakt einen Tag. Und dann habe ich mir auch mal extra die Sticker rausgekramt, die ich extra für diesen Kalender gemacht habe. Wollte erst gucken, ob ich etwas von den YouTube-Stickern verwenden kann mit Film, Edit, Upload, aber das sind eigentlich solche Sachen, die fallen hier regelmäßig in jeder freien Sekunde an. Deswegen ich sie dann doch nicht verwendet habe. Was mir aber dann noch brennend eingefallen ist, ist zum Beispiel, dass am 6. ein Feiertag ist, nämlich Heilige Drei Könige. Und wenn ich dann da schon mal so ein ganz kleines bisschen Leerlauf habe, jetzt muss ich da erstmal noch so diesen Stiftschutz richtig abpopeln, dann gibt es einfach Dinge, die ich mir dann dort, wenn so ein Feiertag ist und ein verlängertes Wochenende in dem Sinne und mein Mann ist auch zu Hause, dann ist das natürlich ganz praktisch. In die Memo-Sektion habe ich mir eingetragen, dass ich die Abos tracken will, die Sales, also meine Verkäufe, die Views auf meinen Videokanälen und auch die Follower bei Instagram, dass ich das mal ein bisschen tracken möchte, um einfach für mich persönlich, einfach ein bisschen motivierter zu sein, weil ich finde, wenn ich mir das nicht aufschreibe, solche Sachen, dann bin ich immer so schnell demoralisiert und das ist natürlich dann auch nicht so Sinn und Zweck der Sache. Von diesen Work-Stickern, also die ich extra für diesen Business-Planner gemacht habe, habe ich mir mal einen Projekt-Sticker genommen und habe mir jetzt im Januar, ich weiß, ich bin früh dran, schon mal reingeschrieben, dass ich den Oster-Sale und die entsprechenden Sticker plane. Designe, drucke und so weiter und mit der Cree-Cut schneide, damit ich einfach auch mal wirklich vorbereitet bin. Und ja, ne, neues Jahr, neues Glück. Wir versuchen es einfach mal aufs Neue und ich bin gespannt, ob das mit dem Sticker-Sale bei Ostern, ob das so klappt. Ich habe zwar schon ein paar Oster-Sticker im Shop Alina Plans, aber es sind jetzt nicht so wahnsinnig viele und ich möchte einfach noch ein bisschen, ein ganz klein wenig noch mit dazu machen. Ich habe dann mal auf die erste Seite der Monatsübersicht geblättert und habe mir hier meine Top-Prioritäten reingetragen. Ich weiß, das sind so Dinge, die sich dann in dieser Monatsplanung immer wiederholen, wie zum Beispiel Neujahrssale, Geburtstagssale. Dann ist mir noch eingefallen, die Homepage könnte man ja auch mal endlich richtig bestücken. Und das ist eben etwas, wo ich jetzt gucken möchte, dass ich nach und nach an der Homepage jetzt nicht erst ab Januar arbeite, sondern eben sobald es dann mal ein paar Minuten Leerlauf gibt und das Büro endlich fertig ist und so weiter. Dann habe ich mir hier unten bei den Important Dates, also bei den wichtigen Daten, die 2 wichtigen Daten reingeschrieben, den 1. und den 17. Und dann in der To-Do-Leiste noch eine ganze Menge mehr wie Homepage, dass ich da aktiv dranbleibe, weil alles, was ich designe und in den Shops online stelle, sollte ja dann auch auf meine Homepage drauf. Die Inventur mal nicht zu vergessen unter den Prioritäten und die Steuervorbereitung. Ja, ich fange damit immer schon sehr gerne im Januar an.
dann ist ja nicht nur so, dass ich dann die private Steuer zu machen habe, also von meinem Mann und mir und ne, für Liam und so weiter, also als Familie, die ganz normale Einkommensteuer, sondern eben auch meine Steuer, was diese Nebentätigkeiten angeht, wie Shops, wie YouTube, wie alles andere. Und da ist es dann natürlich schon von Vorteil, wenn man sich das dann aufschreibt und auch ein bisschen früher anfängt. Ich habe jetzt mal geguckt, war aber alles okay. Ich dachte nämlich erst, ich habe die letzte Seite verdüdelt beim Ausdruck, ist aber alles in Ordnung. Ist mir dann nämlich erst später, also ein ganz klein wenig später aufgefallen. Und auf der vierten und letzten Seite für jeden Monat sind dann solche Sachen drin wie Accomplishments oder wie das Monatsrating, die, ja, Dinge, die man gelernt hat, für was man dankbar ist, was wichtig ist für den nächsten Monat und auch Memories und unter Memories, also Erinnerungen, da möchte ich dann eben solche Sachen reinschreiben, die unter der Memo-Funktion unterm Tracken stehen. Ich habe dann gleich am 6. den Feiertag reingeschrieben und die Steuervorbereitungen für 2022 da reingeklatscht und das sind jetzt nur die Steuervorbereitungen für mein Business, also für meine Nebeneinkünfte, die ich eben habe mit YouTube und den Etsy-Shops und habe mir dann gleich das ganze Wochenende blockiert, weil ich dann anhand der Kontoauszüge wirklich durchgehen muss, diese Zahlung, wo ist die Rechnung? Warum ist die Rechnung nicht da? Wo ist sie denn geblieben? Nachordern und so weiter und so fort, also eine Rechnungskopie anfordern, damit das eben einfach alles passt. Und das dauert bei mir dann, obwohl ich bei Rechnungen früher, wo wir noch nicht auf der Baustelle gewohnt haben, sehr organisiert war, so geht das jetzt im Baugrad irgendwie drunter und drüber und drum plane ich mir da jetzt schon mal großzügig 3 Tage ein. Dann habe ich auch unter den Projekten die Homepage-Artikel-Listings reingeschrieben und mir dann noch später unten drunter noch was für YouTube markiert, was für mich persönlich ne, einfach wichtig ist. Weil ich öfter, also bei Alenas Mom Life kommen ja die Videos immer mittwochs und samstags online um 9.30 Uhr und bei Alena Plans montags und donnerstags zwischen 17 und 18 Uhr. Aber wo ich mir dann diese YouTube-Sachen reingeschrieben habe, hey, oh, kleinen Fehler gemacht, ist nicht schlimm, habe ich später weggetippext und neu geschrieben und dann war das auch in Ordnung. Ich habe mir dann auf der ersten Seite einfach nochmal mit vermerkt, dass ich das monatliche Shop-Budget mit den Finanzen in der Finanzabteilung abgleiche, die Abos-Kontrolle mache, also die Business-Abos, die ich für YouTube und meine Etsy-Shops und so weiter habe. Ist das alles noch richtig? Brauche ich es überhaupt noch oder kann ich es kündigen oder für was? Also einfach nochmal drüber zu gucken und weil das sind ja auch solche Abo-Sachen, sind ja dann buchhaltungstechnisch Dauerbelege. Ach, ich sag's euch. Was ich da alles im Kopf habe, das ist ganz, ganz schrecklich. Und auch die monatliche Shop-Rücklage. Also es gibt ja dann auch Dinge, ne? Wenn zum Beispiel mal eine Creecard kaputt geht, wäre es ja von Vorteil, wenn man sich dann auch eine Creecard neu wieder anschaffen könnte, wenn sie nicht zu reparieren ist. Selbiges gilt für den Computer, für die Drucker, für sämtliche Technik, die man hat. Und da ist es dann natürlich auch mal wichtig, gerade in der Finanzsektion oder in der Finanzsektion einfach mal drauf zu gucken und drüber zu gucken. Ja, genau. Wie gesagt, unten rechts kommt dann noch ein bisschen was für YouTube mit rein. Mit Fehler natürlich. Das habe ich dann später ausgebessert. Ich gebe mir auch echt aktiv Mühe, den Planungstisch, also unseren Wohnzimmertisch, bis ich mal ja endlich ein Büro habe, wo ich dann einen Planungsschreibtisch habe. Jetzt mal wirklich ordentlicher zu halten, wenn ich diese Plan mit mir Videos drehe. Ich kontrolliere nochmal, ob irgendwas ist, was ich vergessen haben könnte. Da ist mit Sicherheit noch was, denn jetzt im November weiß ich eben nicht, ne, für Januar kommen bestimmt noch ein paar Sachen mit dazu. Die kann ich mir dann aber dort immer mit reinschreiben. Ich habe dann überlegt, ob ich hier vorne bei den Important Dates mir noch was reinschreibe, habe mich dann aber, wie gesagt, hier unter Projekte entschieden, diese YouTube-Upload-Zeiten einfach mal reinzuschreiben. Und nein, bei Alenas Mom Life ist es nicht Montag so Mittwoch, sondern Mittwoch und Samstag, wie ich schon gesagt habe. Und bei Alena Plans auf diesem Kanal, ja, da ja schon länger Pause war, habe ich es doch glatt vergessen, wann ich eigentlich uploaden will. Das hat mir dann aber auch mein Inhaltsplaner auf YouTube gesagt, wann ich immer hochgeladen habe. Und das ist immer montags und donnerstags, so zwischen 17 und 18 Uhr. Das habe ich dann später offscreen einfach ergänzt. Und ja, genau. So ist es eben, wenn man dann längere Zeit nicht mehr plant. Und ja, weil ich immer so ein sogenanntes Bulk-Filming mache, also ich setze mich dann hin, plane 3-4 Wochen am Stück, nehme das auf,
editiere es, schneide es, lade es hoch und habe dann in Anführungszeichen erstmal damit nichts weiter zu tun mit der Planung oder mit dem Planungsvideodreh. Und dann passieren eben solche schicken Sachen, wenn ich dann wieder anfange, dass ich nicht mehr weiß, warte mal, wann lade ich denn eigentlich ab? Naja, okay. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss, deine Alena.